Ich darf Sie ganz herzlich zum ersten Rat der Vielfalt begrüßen. Und ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich heute am internationalen Diversity Day zu unserem Event erschienen sind. Es ist die Vielfalt, die es heute zu nutzen gilt. Wien ist eine vielfältige Stadt. Wir haben ein Reichtum, wir haben eine Ressource an Kulturen, Religionen hier. Und es ist die Wirtschaft, die ganz wesentlich dazu beiträgt, dass Vielfalt in jeder Hinsicht der Bereicherung und als Chance gelebt wird. Für uns gilt, wer sich in seinen persönlichen Lebensumständen angenommen und geschätzt weiß, der kann frei von Druck und Vorurteilen arbeiten und der kann auch sein ganzes Potenzial und Talent ausschöpfen. Wir kommen jetzt natürlich zu den Riesenradfahrten und das, was Sie dort in den Waggons erleben werden. Ich werde jetzt versuchen, mit Ihnen gemeinsam sozusagen Sie alle in die Höhe zu schicken und die Waggons zu füllen. Ja, der Prater war schon immer ein Ort der Vielfalt, aber auch einer gewissen Anarchie. Vielfach ist der Prater bedingt auch durch das Dickicht der Büsche, der Vielfalt der Besucherinnen, ja, und der sozialen Durchmischung als wahres Eldorado für homosexuelle Kontakte bezeugt. Es geht nicht darum, über die anderen zu sprechen, sondern ich bin selbst immer in allen diesen Dimensionen Teil auch. Ja? Ich habe als weiße Wiener Mehrheitsösterreicherin auch eine ethnische Herkunft. Ja? Aber eigentlich sind die mit der ethnischen Zugehörigkeit die anderen. Oder die mit der sexuellen Orientierung sind die, die nicht heterosexuell sind. Ja? Dabei haben alle Leute eine sexuelle Orientierung. Mechanische Schießstätten sind von zwei Frauen eingereicht worden. Eine hat ein Kunstkabinett mit Naturseltenheiten aufgemacht. Vier Damen, darunter eine Baronin, haben Anträge für Trafiken gestellt für die Weltausstellung. Und die Frau Anna Schäfer hat eine Konditorei aufgemacht. Und es ist da wirklich auffallend, dass extrem viele Frauen eben da angesucht haben, dass sie Geschäfte aufmachen dürfen im Prater. Solange einzelnen Menschen, Personengruppen, Ethnien oder Nationen der gleichberechtigte Zugang zu wirtschaftlichen Ertragschancen verwehrt wird, solange dürfen wir als Menschen nicht mit dem zufrieden sein, was wir erreicht haben.